Lernen zu lehren, das ist der zentrale Punkt einer Ausbildung am Institut für Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität. 8 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich auf dem Weg zur Promotion befinden, beendeten am Donnerstag die einjährige Qualifikation. Also die normale Situation ist ja so ein bisschen, dass wir Learning by Doing haben. Also man fängt sozusagen mit einer Stelle an der Universität an und macht in gewisser Weise Lehre und hat aber keine systematische Ausbildung. Und das ist aber auch ein Zustand, der an vielen Orten beklagt wird, von den Dozenten selbst natürlich auch beklagt wird. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich gerade ein Programm, das sehr, sehr innovativ ist, weil wir sagen, Lehre kann man lernen und man kann in gewisser Weise so eine Art Rüstzeug mitgeben. Die Doktorandinnen und Doktoranden besuchten im Rahmen des Projektes Kurse zu 3 Kernbereichen der Lehre. Einmal zur Planung von Lehrveranstaltungen, da geht eben auch viel darum, welche Methoden kann ich variieren, zur Durchführung von Veranstaltungen, also wie gehe ich mit den Studierenden um, wie stelle ich Fragen, wie reagiere ich darauf, wie kann ich das motivierend gestalten und dann eben auch zur Evaluation und zur Reflexion von Veranstaltungen, also wie konstruiere ich Klausuraufgaben, wenn ich sowas testen muss oder wie gebe ich Studenten Feedback, wie kann ich selber darüber nachdenken. Ein Zertifikat und eine Sonnenblume bescheinigen die Qualifikation der jungen Lehrenden. Doch welche Qualitäten haben Sie persönlich aus den Kursen gezogen? Also ich habe zum Beispiel Gruppenarbeit angewendet, kürzere Gruppenarbeiten im Seminar, was nicht unbedingt üblich ist, gerade in Geisteswissenschaften, zumindest in Seminaren mit größeren Teilnehmerzahlen. Ich habe das aber trotzdem probiert und das hat eigentlich recht gut geklappt. Und habe durch diese Videoauswertung, die Videoaufzeichnung und die Auswertung dann im Nachhinein, die man gemacht hat, doch auch einiges gesehen, was ich zum Beispiel auch einfach von der Diskussionsführung, von der körperlichen Präsenz und so weiter noch verbessern könnte. Ich war Lehranfänger, also war wirklich Student und bin vom Student zum Lehrenden gekommen und hatte im Vorfeld, bevor ich begonnen habe mit der Lehre, konnte ich einfach schon ein paar Workshops machen, hatte die erste Reflexionsveranstaltung, sprich ich habe das erste Mal diese Gruppe kennengelernt und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie ist es denn eigentlich als Lehrender vor Studierenden zu stehen und diesen Rollenwechsel durchzumachen. Und das war sehr bereichernd. Also ich bin sicherer einfach in das erste Seminar auch reingegangen. Also man lernt in didaktischen Kategorien zu denken. Man macht nicht ein Seminar, wo man mehr oder weniger inhaltlich fixiert ist und es so macht, wie man glaubt, dass man selber mal gute Lehre bei anderen Dozenten selbst erhalten hat, sondern man lernt da wirklich zu reflektieren und methodisch auch irgendwie systematischer über die eigene Lehre nachzudenken und auch im Austausch mit anderen, dass man mal fragen kann, ob es bei anderen ähnlich läuft oder ob gleiche Probleme auftauchen, sieht man viel stärker, dass andere dieselben Probleme haben wie man selber. Das ganze Leben ist ein Lernen, heißt es. Am Institut für Erziehungswissenschaft nimmt man das wortwörtlich.